Hi, welcome back bei Max unterwegs. Heute zu einem kleinen Städtetrip und zwar Straßburg und das innerhalb von nur 3 Stunden. Ich habe nur 3 Stunden Zeit und wenn du auch hier bei der Durchreise bist und so viel wie möglich von Straßburg sehen möchtest, innerhalb von 3 Stunden ist nicht viel. Ja, dann hast du jetzt ein paar Tipps, wie du relativ viel von Straßburg sehen kannst und das geht es gleich los nach dem Intro. Viel Spaß dabei. Max unterwegs. Freizeitangebote gecheckt, null gestresst. Mein erster Tipp, nutze das Parkhaus Petit France. Um die 50 Cent pro 15 Minuten entspricht rund 2 Euro pro Stunde. Erster Daumen nach oben. Erstes Highlight ist die Passage Frankhäuser und befindet sich in der Barrage Vauban. Dabei handelt es sich um ein altes Wehr aus dem 17. Jahrhundert und beherbergt eine Skulpturenausstellung. Absolut kostenlos und hier gleich mein nächster Tipp, verpasse nicht den Treppenaufgang gleich zu Beginn auf die Aussichtsterrasse. Hier hast du einen wundervollen Blick auf die kleine Insel Petite France mit den ersten Fachwerkhäusern. Nächster Daumen nach oben. Der Fußweg vom Parkhaus bis zum Endziel der Münster beträgt 1,5 Kilometer. Das Beste daran, dieser führt mitten hindurch durch das Petit France. Dieses gehört bei einem Besuch in Straßburg unbedingt dazu. Kleine Gassen, viel Fachwerk und unzählige Cafés und Restaurants laden zum Verweilen ein. Für dieses Kleinod erneut einen Daumen nach oben. Nicht mehr ganz so beschaulich geht es anschließend im Stadtkern zu. Und da wo viele Touristen sind, sind natürlich auch etliche Souvenirläden und Stände zu finden. Ich lasse diese allerdings links liegen und begebe mich nun auf eine Bootsfahrt. Die Preise sind angemessen. Die kleine Rundfahrt bei 45 Minuten 11,50 Euro und die große Fahrt mit 75 Minuten knapp 15 Euro. Unterwegs sind offene und geschlossene Boote. Eine tolle Möglichkeit hier, Straßburg vom Wasser aus zu erkunden, ist hier eine Bootsfahrt. Es geht am besten mit Batorama. Kommt am Eingang kostenlos hier diese Kopfhörer. Die kann man hier unten einstecken und kann dann auch natürlich das Ganze auf Deutsch anhören und nicht nur auf Französisch. Man fährt einmal durch Kleinfrankreich durch und auch zum europäischen Viertel. Zwar hatte ich mich auf ein offenes Boot gefreut, doch letztlich war ich bei meinem heißen Sommerbesuchstag dann doch froh über das geschlossene Boot mit angenehmer Klimatisierung. Hier mein Tipp, hier erwischt dich die Klimaanlage im vollen Zuge und ich empfehle dir, etwas Warmes zum Drüberziehen mitzunehmen oder eben einen Mittelplatz zu nehmen. Erstes Highlight ist die erste von insgesamt 2 Schleusendurchfahrten. Diese hebt uns auf das Niveau von Petite France an und hier geht es abermals vorbei an wunderschönen Fachwerkhäusern, romantischen Plätzen und viel Grün und das mitten in der Stadt. Die Tickets können bereits im Vorfeld online gekauft werden und so vermeidest du hier ein eventuelles Anstehen an der Tageskasse und hast ein garantiertes Ticket mit Sitzplatz. Schließlich kommen wir am, erkennst du es wieder? Richtig, dem Barrage Vauban vorbei. Hier macht das Boot einen Turnaround und es geht durch die zweite Schleuse wieder hinab auf Ausgangsniveau. Wenn du mehr Zeit für Straßburg mitbringst, gibt es hier noch einiges mehr zu entdecken. Straßburg bietet unter anderem mehrere Museen, viele Grünanlagen, den Botanischen Garten oder die Orangerie. Die Batorama Bootstour führt nicht nur an sehenswürdigen Gebäuden vorbei, sondern auch vorbei an schicken Wohnhäusern und viel Grün.
Schätzungsweise 4,5 Kilometer liegt das Boot bei der großen Tür zurück. Geschichtlich gibt es einige Informationen über die Kopfhörer zu erfahren. Vorbei am Rheinpalast geht es hinauf bis ins europäische Viertel. Hier wurden ganz im Gegensatz zu den schmucken Fachwerkhäusern im Stadtkern zum Teil monumentale Glasgebäude hochgezogen. Nicht zu übersehen das Europäische Parlament, direkt daneben der Sitz des französischen Senders Arte. Ein letzter Blick auf die Paulskirche und wir erreichen wieder die Anlegestelle. Hier noch ein Spargeheimtipp, die Straßburger Citycard. Kostet gerade einmal 5 Euro, ist 7 Tage lang gültig und beinhaltet diverse Ermäßigungen. So sparst du allein bei der großen Schifffahrt und Münster insgesamt 2 Euro. Die Panorama-Bootsfahrt macht Spaß, die Fahrzeit ist recht lang und der Preis stimmt auch. Einen Daumen nach oben. Mich zieht es nun vom Wasser hinauf in luftige Höhen. Genau, das Straßburger Münster wartet auf mich. Von der Bootsanlegestelle durch kleine enge Gassen ist es nicht mehr weit, bis ich das Münster erreiche. Auf dem Weg dorthin lohnt sich auch ein Abstecher in die Brüderhofgasse. Hier wurden 1950 alte Heiligtümer wiedergefunden. Den Namen verdankt die Gasse dem Bruderhof neben dem Dom, in dem die Domherren bis zum 13. Jahrhundert gemeinschaftlich lebten. Heute kann hier geshoppt und geschlemmt werden. Ein Abstecher durch das Biergässel ist ebenfalls kurzweilig, bevor es wieder auf eine der Hauptachsen geht. Um das Münster rum, wie soll es anders sein? Souvenirs. Mitten zwischen Geldbörsen, Ansichtskarten und Kopfbedeckungen ragt es hervor, das Straßburger Münster, und zählt zu den größten Sandsteinbauten der Welt. Um den 18. Jahrhundert herum sogar das größte Gebäude der Menschheit. Insgesamt ist das Münster 142 Meter hoch und um auf die Aussichtsplattform zu gelangen, werden 8 Euro fällig. Gut zu wissen, das gegenüberliegende Museum Notre Dame kann bei Vorlage des Münster-Tickets günstiger besucht werden. Wer auf die Aussichtsplattform des Straßburger Münsters hinauf will, sollte allerdings schwindelfrei sein. Die bodentiefen Fenster sind nicht jedermanns Sache. Über unterschiedliche Wendeltreppen, Gängen und Balkonen geht es immer weiter hinauf. Die Aussichtsplattform befindet sich zwar nur in einer Höhe von 66 Metern, 330 Treppenstufen müssen bis dorthin dennoch überwunden werden. Ganz oben angekommen überzeugt nicht nur die große Aussichtsplattform, sondern auch ein kleines Museum. Hier wird verdeutlicht, wie das Münster zur damaligen Zeit errichtet wurde. Sehr interessant und an heißen Tagen auch schattenspendend. Die zweite Möglichkeit, hier Straßburg zu entdecken, ist von ganz oben, von 66 Metern Höhe, um darauf zu kommen, bedarf es 330 Stufen zu erklimmen. Und das Ganze kostet 8 Euro, aber lohnt sich auf jeden Fall. Toller Blick. Der Blick reicht nicht nur über die Stadt selbst, sondern kilometerweit bis zum Schwarzwald, den Vogesen und sogar hin bis zum Kaiserstuhl. Fly forever if you keep it tight.
keep the sky on your mind. Hinab geht es erneut über Gänge und furchteinflößenden Wendeltreppen. Insgesamt für 8 Euro, toller Blick, kleines Museum und Erlebnis, Daumen hoch. Es geht wieder Richtung Parkhaus und ich nehme ein paar andere Seitengassen, die sich lohnen, begleitet von wundervoller Musik von Straßenmusikern. Es bleibt noch etwas Zeit. Geht es in die Weinbar, zur Creperie oder. Die Auswahl fällt schwer und ich entscheide mich für die Bar Exils. Kaffee, gute Cocktails und erstklassige besondere Biere. Zwar wird die Bestellung noch persönlich aufgenommen, die Karte gibt's allerdings digital. Auf Deutsch auszusuchen, speichern und anschließend auf Französisch vorzeigen. Genial einfach. Auch das alkoholfreie Bier oder die alkoholfreien Cocktails sind geschmacklich 1A und somit gibt's hier den letzten Daumen nach oben. So, das war's mein Aufenthalt hier in Straßburg. Man sieht ja echt eine Menge, trotz nur 3 Stunden. Natürlich gibt's noch viel, viel mehr. Aber wie gesagt, die Zeit war oder ist begrenzt. Aber ich habe sogar noch ein bisschen Zeit jetzt hier in einem Café oder einer Bar noch was zu trinken. Ist nicht ganz günstig, so ein Bier kann man gut bis zu 8 Euro kosten, aber das gönne ich mir jetzt einfach. Ja, und das war ja diese 3 Stunden Straßburg. Ich hoffe, dir hat das kleine Video gefallen und ich freue mich, wenn ich dich wieder mal begrüßen darf beim Max unterwegs. Bis denn, tschüss, bleib gesund und bye bye. Hast du Bock auf noch mehr Freizeitchecks? Dann ab zum nächsten Video und klick auf den Abo-Button.